Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir haben in der letzten Folge die Insel hier gefunden. Und laufen die jetzt mal noch ein bisschen ab, bevor es dann wieder mit dem Boot nach Hause geht. Wird die doch noch größer? Das ist alles Kupfer? Nee, bloß das kleine Stück hier drüben. Ich wollte schon sagen, aber so für Steinabbau ist das eigentlich ziemlich geil hier. Da eigentlich gerade so von drüben aus, als wäre die Insel gleich zu Ende. Aber anscheinend streckt sie sich doch noch ein bisschen. Aber für den dunklen Wald relativ wenig Gegner unterwegs. Oh, wir brauchen Lebensmittel. Ganz, ganz dringend. So, also hier ist doch dann zu Ende. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Naja, mal gucken, wie weit die sich noch hier gen Westen streckt. Aber wir laufen jetzt hier wieder einmal am Bogen zurück und können zumindest sagen, dass wir die Insel uns einmal angeguckt haben. Sieht halt auf der Karte am Ende auch schöner aus als überall nur diese Striche hier. Ist natürlich schön, wenn man irgendwann mal auch einen großen Teil richtig aufgedeckt hat. Das ist ja letzten Endes auch Ziel des Spiels oder mein Ziel. Recht viele Bauwerke hier. Zwar alle irgendwie nicht viel bringen, aber... Oha. Trotzdem ganz schön aussehen in der Landschaft. Ja, so eine kleine Steinhütte. Ich hatte es letzte Folge schon mal gesagt, hätte ich tatsächlich mal richtig Bock drauf. Oh, Karottensamen, cool. Brauchen wir jetzt, das ist eigentlich das Item, was wir am wenigsten brauchen. Wieder eine Trollhöhle. Tatsache, ja. Sah gerade aus, als würde ich so einen Steckbrief dran stecken, von wegen suche den Troll, der meine Frau gevögelt hatte. Auf Anlehnung zur letzten Folge. So, direkt ein Kopfgeld aufgesetzt. Aber er ist schon tot. Den Kopf haben wir sogar im Schiff. Hätte man direkt abliefern können. Ist denn das immer so nebelig? So, also wir sind hier auch schon wieder am Ufer. War ja klar, wieder kein Glück. Zaun habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was? Ich weiß nicht, kam das jetzt mit dem Update? Also, dass hier so richtige kleine Dörfer mit so einem Zaun stehen, das gab es doch vorher nicht. Was ist denn da? Ein Trogger? Hä? Was ist denn das? Wir sind doch gar nicht im Sumpf. Wir sind im Grasland. Boah, das war ja fies, ey. Voll die Falle. Kommen sie hier aus ihren Häuschen raus? Ach klar, Wildschwein fallen mir auch noch in den Rücken. Was war denn hier los? Kleines Dorf und hier aus dem Haus kommen auf einmal die ganzen... Da ist der Nächste. Wir sind tatsächlich im Grasland. Soll das so sein? Was ist denn das? Hocker. Ah, cool. Mal kurz hinsetzen. Tut auch gut, aber der ist leider umgekippt. Wir waren zu schwer. Bein weggebrochen. Eine Truhe. Ah, cool. Da haben wir es doch. Hoffentlich vergiften wir die jetzt nicht mit unserem Bogen. Da haben wir noch eine Bienenkönigin. Sogar richtig... Ach, Wahnsinn. Also entweder gibt es sowas nur selten oder es kam mit dem Update rein. Aber wir haben ja noch nicht mal annähernd. Ach, wir haben hier direkt einen Spawner drin. Alles klar. Bam. Ja, wir haben ja noch nicht mal annähernd sowas hier gesehen. Ein kleines Twerger-Dorf. Haben sich gedacht, kein Bock mehr auf Sumpf. Stinkt immer wie Sau. Gucken wir mal, wie es im Grasland so aussieht. Brauchen gleich schon wieder ein Lagerfeuer. Haben wir 5 Steine? Wir haben gar keinen Stein. Und Inventar ist auch fast voll. Einen Platz haben wir noch. Und ich schieße die ganze Zeit mit den Obsidian-Pfeilen. Ich bin eigentlich auch richtig dumm. Wir nehmen jetzt erstmal die hier. Ebenen? Nein, keine Ebenen. Keine Ebenen. Boah, Gott. Da hinten schon der erste Goblin.
Wir müssen hier direkt raus. Vor allem auch noch schön in der Nacht. Ich habe gerade so gepennt, weil ich hier aufs Inventar geguckt habe. Und zack, bist du auf einmal in den Ebenen drin. Geil, also irgendwie gefühlt, überall wo wir jetzt lang gefahren sind, sind Ebenen. Ich meine, klar, das ist auch irgendwo das Endbiom. Mal so gesagt, ist natürlich auch logisch, dass es davon am meisten geben sollte. Obwohl es wahrscheinlich viel mehr Grasland und Dunkelwald und so gibt, aber jetzt so gerade außerhalb von unserer Stadtinsel treffen wir halt doch sehr, sehr oft drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind die Ebenen. Ich habe keinen Bock, da nochmal reinzurennen. Wir nehmen auch ein bisschen Abstand. Ich habe auch das Gefühl, die haben mit dem Sound was gemacht. Die Tiergeräusche sind irgendwie viel lauter und intensiver geworden. Aber ist ja gut, also no hate an der Stelle. Müssen halt echt aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen in die Ebenen reinrenne. Ein Wildschwein. Und ein Stein. War bestimmt der Ulf wieder da. Was ist denn hier hinten? Schleimlinge? Ach, jetzt sind wir im Sumpfland. Der Insel hier gibt es anscheinend alles. Möchte nicht in den Sumpf. Nö, lasst mal. Ich habe Asthma. Kann ich nicht so schnell rennen. So, also hier wieder. So gerade runter. Ein kleines Stück nach drüben können wir noch. Dann würde ich ganz gerne hier noch das Stück auskundschaften. Und dann geht es wieder zurück zum Boot. Man sieht es halt nur im Dunkeln auch immer ein bisschen schwierig. Wo denn auf einmal Sumpfland kommt. Geh weg. Hau den Stein. Oh, Himbeeren. Wieder im Grasland, gleich viel schöner und ruhiger. Wieder ein Stein. Wir gucken mal. Dort, wo das Gras am Boden wächst und wo der Himmel hoch oben blau ist, wird immer ein Kamin zu Hause sein. Ein schöner Spruch. Hättest mir lieber mal sagen können, wo der Händler ist. Und guck mal, wir kommen schon wieder an die Ebenen oben ran. Auf der Map. Tja, das war's dann wohl. Also hier auch kein Händler. Ich sag mal, wenn der jetzt hier irgendwo wäre, dann hätten wir den hier beim Vorbeilaufen sicherlich schon entdeckt. Schade. Geht's doch wieder ohne Erfolg nach Hause. Es tut mir leid. Ich habe alles gegeben. Es würde uns einfach das Leben so dolle einfacher machen. Deinem Baum gewachsen oder andersrum. Wenn wir halt endlich mehr als die 300 Kilo tragen könnten. Und generell auch diese kleine Kopfstirnlampe. Das wäre alles schon geil. Wir wären halt auch schon viel schneller vorangekommen mit diesem Gürtel. Aber das Spiel gönnt einfach nicht. Es möchte das nicht. Wir sollen das ohne schaffen. Wir können ja noch mal ein Stück hier rüberlaufen. Vielleicht haben wir ja doch noch Glück. Mal gucken, wie weit das noch geht oder wann die Ebenen dann kommen. Ich möchte es noch nicht so gerne aufgeben. Die Hoffnung, den Typen zu... Hey, Troll, hallo. Gott, das ist aber ein Riesenkupfervorkommen. Das können wir uns mal merken. Ich hoffe mal, der Troll kommt jetzt nicht. Da ist er. Das ist ja echt richtig viel. Ja, ist doch gut. Aber so sehr weit geht's hier gar nicht mehr rüber. Hier vorne kommt gleich das Wasser. Jo, da sind wir am Ende. Naja, dann schließt sich der Kreis gleich. Wir sind wieder hier vorne. Beim Boot. Und können zumindest sagen, dass wir die eine Insel hier mal etwas erkundet haben. Blaubeeren.
Weiß halt nicht, wollen wir jetzt mit dem Boot, ja, wir scheppern nach Hause, ne? Ich habe jetzt überlegt, ob wir uns einfach teleportieren und dann später irgendwann von hier mal wieder starten auf Erkundung. Aber es ist eigentlich auch doof. Einerseits, vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass auf dem Weg hier rüber noch irgendwo der Händler kommt. Und andererseits brauchen wir das Boot auch zu Hause, weil ich würde dann demnächst wirklich mal hier unten den Bereich gucken. Wir haben jetzt hier oben alles, wir haben hier drüben. Also bleibt eigentlich noch das und das hier. Boah, schaffe ich das? Wie weit ist denn das? Ja, geht. Aber zumindest haben wir ein ganz paar Disteln gefunden. Blaubeeren auch 10 Stück. 18 Disteln. Hat sich doch gelohnt. So, da vorne steht das Boot. So, auf ans Ruder und davon. Wir scheppern erstmal ein Stück zurück. Aua. Lass das bitte. So, und dann müssen wir Kurs Richtung Nordosten. Mehr Osten als Nord. Schade, ich hatte viel Hoffnung. Na komm, wir machen wirklich erstmal rückwärts raus. Dass wir hier weit genug wegkommen von den ganzen Steinen und Ufer. So, und dann zack, und wir haben sogar Wind. Warum drehst du dich nach links? Komm schon. Jawohl. Und dann geht's wieder mit trauriger Miene nach Hause. Schade, schade. Wir sind eigentlich relativ weit gefahren, finde ich. Ich kann jetzt gerade nicht auf die Karte schauen. Ach, wieder voll Gegenwind. Geil, aber wir gehen ja gleich wieder ein Stück weiter nördlicher, dann sollte der Wind uns wieder ein bisschen zuspielen. Ja, ich finde, wir sind eigentlich echt weit rausgekommen. Haben hier auch eine ganze Menge durchsucht. Das hier oben war eh alles ein Graus, aber dass der wirklich nirgendwo in der Nähe ist. Das ärgert doch. So. Genau, einmal rum. Dann müssen wir gleich noch den Punkt auf der Karte löschen. Sonst denke ich irgendwann mal, ich habe hier noch ein Boot stehen. Nebellande kann bleiben, der Rest passt auch. Immer auf Kurs, nur ein kleines Stück noch. Der Wind hat wieder so gedreht, dass es voll Rückenwind, Gegenwind ist. Machen wir so, dann sollte es passen. Kriegen wir wenigstens etwas Wind ab. Ja, tut mir leid, wir haben es nicht geschafft, nicht gefunden. Ich hoffe, irgendwann wird es mal noch. Ich sag mal so, ich habe das auf jeden Fall jetzt relativ weit oben auf der To-Do-Liste stehen. Wir bauen jetzt immer mal wieder zwischendurch. Aber ich hätte eigentlich ganz gerne, noch bevor wir die Drachenmutti erledigen, den Händler gefunden. Also lasst uns wieder ein bisschen, ein, zwei Folgen was bauen und dann geht's auch direkt hier runter in die Gegend. Wir suchen auf jeden Fall weiter. Dass wir das hoffentlich in den nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen geschafft haben, ihn zu finden. Tja, Wind ist wieder nicht mit uns. Ich hoffe, wir kommen hier ordentlich dran vorbei. Bei unserem Glück bleiben wir jetzt hängen und in dem Moment kommt eine Seeschlange. Obwohl, das wäre eigentlich gut, weil dann können wir direkt vom Boot runter. Haben es ein bisschen einfacher. So, also wir müssen definitiv weiter nördlich. Die kleine Insel hier sind Ebenen, oder was? Steht als Ebenen da, tatsächlich. Wäre geil. Kommt noch ein totes Kito, bam, tot. Oh Gott, ich sag's noch. Nee, war zum Glück ein Vogel. Ein Vogel. Das steht da hinten. Das ist auf jeden Fall Ebenen. Solche Gebäude. Dann gehen wir doch erstmal wieder ein Stück östlicher. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht demnächst doch öfter mal so eine Exkursion auf die Inseln machen, ob das mehr Sinn macht, als nur mit dem Boot lang zu scheppern. Ich belese mich auch noch mal ein bisschen.
Aber das, was ich damals mal vor keine Ahnung wie vielen Wochen gelesen hatte, war eigentlich, schnapp dir das Boot und reiß die ganze Zeit rum, nah am Ufer, dann solltest du ihn zeitnah finden. Wo waren die Worte des unbekannten Autors des Beitrages zum Auffinden Haldors? Tja, wir werden sehen. Was sagt denn der Kurs? Der Kurs sagt 0,9. Nee, der Kurs sagt, wir müssen ein bisschen nördlicher. Obwohl, da passt eigentlich fast. Kleines Stückchen noch. Wenn wir noch Rückenwind hätten, wären wir so schnell davon. Da geht das Boot halt echt ab wie Holle. Guck mal, der macht gar nichts. Ist eigentlich ein Motorboot. Der tut die ganze Zeit nur so. Er sieht auch ein bisschen traurig aus. Seht ihr das? Er ist auch traurig, weil wir den Händler nicht gefunden haben. Du bist nass. Danke für den Hinweis, liebes Spiel. Es regnet wie Sau. Wir sind mitten auf See. Du bist nass. Naja, wir machen wieder nach Hause. Dann werden wir wahrscheinlich... Naja, Ende dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr. Wenn der Wind weiterhin so bleibt, wie er ist. Oh, hier kommt eine Insel. Ganz schön stürmische See. Ich würde hier gerne bald weg. Mal gucken, wenn das vielleicht auch noch dunkler Wald ist, machen wir vielleicht doch nochmal einen kleinen Ausflug, oder? Ich möchte es einfach nicht aufgeben. Ich möchte nicht wieder zu Hause stehen und sagen, wir haben es nicht geschafft. Das ist einfach Mist. Mal gucken. Ja, das ist Sumpfland hier drüben. Schauen, wenn das vor uns vielleicht noch dunkler Wald ist, dann lasst uns vielleicht nochmal kurz absteigen und eine Runde drüber laufen. Irgendwann muss es doch klappen. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie den so weit weg platzieren. Da wird es doch irgendwas geben bei der Welterschaffung, bei der Generierung der Welt, das halt sagt, ey, pass auf, der spawnt hier und der Händler muss irgendwie in dem Umkreis sein. Okay, das ist alles Sumpfland, schade. Sonne und Farbspiel sieht wieder mega geil aus. Aber im Sumpf werden wir ihn nicht finden. Was sind das für Bäume dort? Das ist ein ganz kleines Stück dunkler Wald. Bin mir nicht sicher, aber haben wir schon mal normale Bäume im Sumpfland gesehen? Eigentlich sehen die doch alle so abgestorben aus. Sieht aus, als wäre so ein kleines Stück Grasland noch hier vorne. Da sitzt er bestimmt. Nee, müsste ja dunkler Wald sein. Man hätte ihn eher Versteckdor nennen sollen, nicht Haldor. Aber vielleicht habe auch einfach ich nur so ein Pech. Hätte ich mir mal ein anderes Seed genommen. Verdammt. Naja gut, mal gucken. Wenn wir jetzt auf dem Nachhauseweg doch noch irgendwo auf dunklen Wald stoßen, würde ich sagen, wir schwingen uns nochmal kurz runter vom Boot und schauen mal, ob da noch was zu finden ist. Und wenn nicht, dann nicht. Dann geht's halt nach Hause und dann weine ich. 3 Folgen lang bleibe ich einfach nur stehen und heule vor euch. Boah, wie weit zieht sich das denn? So, ich glaube, wir können mal Segel runter machen. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, einen Tick schneller. So ein bisschen Wind haben wir. Perfekt. Dann kommen wir vielleicht doch... Oh nein, Gott. Außerdem auf die Leertaste gekommen. Das wäre es ja jetzt gewesen. Ich springe hier runter. Boot scheppert weg und wir sind mitten im Meer und ertrinken, weil die Ausdauer ganz schnell unten ist. Das wäre es auf jeden Fall gewesen. Jetzt keine Seeschlange, ne? Steuern, glaube ich, voll aufs Festland zu. Jetzt sieht das da vorne noch ein bisschen nach Bäumen aus.
Aber zumindest ist der Wind mal mit uns. Das ist echt schon viel wert. Naja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. War mal wieder nix. Nächste Folge geht's nach Hause. Bauen wir weiter am Häuschen. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.